Meine Hacke ist kaputt. Und ich habe keine Hacke mehr. Gut, dann werden wir jetzt mal eine Hacke holen. Wieder nach oben. Und währenddessen werde ich mal eben mit meinem Mund das Trinken aufmachen. Was ziemlich komisch aussieht. Was aber nicht so schlimm ist, weil ich das ja nicht noch mit aufnehme. So. Ah, wann habe ich denn angefangen aufzunehmen? Ich nehme nur 2 Folgen auf, glaube ich. Hier wieder das gute Zuckerrohr mitnehmen. Das werden wir brauchen, weil wir ja irgendwann daraus Papier, dann Bücher und dann mit Hilfe noch zusätzlich von Holz Bücherregale machen, um uns dann einen Verzauberungstisch zu optimieren, weil dadurch kann man bessere Verzauberung kriegen und so weiter. Das verrottete Fleisch behalte ich mal eben bei mir. Ich werde mal eben... Ach genau, ich wollte mir was craften. Was craften wollte ich mir. Und zwar eine Eisenspitzhacke. Bam. Und dann wollte ich mir noch... Ich brauche Holz. Sodle. Eine Schaufel auf jeden Fall. Ah, verdammt. Ich muss mir erstmal die Sticks craften. Verdammt, Life. Denk doch mal nach. Was bist du für ein Kack-Noob? So. Da. Da wieder alles rein. Ah, warte. Ja, perfekt. Die sind auch endlich durch. Ist hier noch was drin? 8 Eisen. Da noch was drin? Nein, da, nein. Okay. 8 Eisen rein. Ziegel haben wir gerade keine mehr. Machen wir uns noch 16 Stück eben. Ziegel, Brick, Ziegelstein, Stein, Stein. Stein, Stein, Stein. Rantanplan. Kennt ihr Rantanplan noch? Das war. Hier dieser. Hund von Kiluk, meine ich. Das sah göttlich. Auch die Filme habe ich früher mal geguckt auf Super RTL, glaube ich, liefen die immer. Ja, muss ja, ich habe in meiner Kindheit nur Super RTL geguckt, durchgängig. Bis dann irgendwann sowas wie Hannah Montana und so kam, das fand ich dann scheiße. Oder Sack und Rudi oder wie die Typen hießen. Boah, das ist nur eine Kuh. Schielt die? Die steht nach außen. Oh, das ist so traurig, das Lied. So, wieder ein bisschen Brot backen hier. Und Brot backen sollte man nicht verwechseln mit Arsch backen. Das ist was anderes. Die Samen werde ich mal hier rein tun. Und dann können wir da unten jetzt auch wieder weitermachen. Creepermann. Der böse Creepermann. Mann, Mann, Mann. Stirb. Ich habe das Bedürfnis zu singen, aber ich kann nicht singen. Ich würde jetzt gern so freestylen, wisst ihr? Das ist schwierig. Das finde ich immer so geil bei... Tobaskis, das ist ein Amerikaner oder Brite, auf jeden Fall ein englischer, also englischsprachiger Let's Player, müsste aber Amerikaner sein, glaube ich eigentlich. Und er ist einfach, er ist so extrem genial. Mittendrin im EP fängt er an zu singen und es ist einfach so genial, weil er wirklich, ich meine, er hat jetzt nicht eine engelsgleiche Stimme oder so, aber es kommt einfach mal richtig geil. Oder letztens, wann war denn das? Das war ein paar Tagen, da hat er einfach mittendrin einfach angefangen zu rappen und das war echt genial. Also so, das würde ich auch gern können, aber ich bin leider nicht so ein spontaner Typ. Das kriege ich nicht so gut hin. Aber das kommt vielleicht noch mit der Zeit. Wer weiß.
Ah, gut, der Gravel fällt da nicht runter und hier ist zum Glück nur ein Gravel. Ein Gravel. Ein Kies. Ein einziger Kies ist hier, mehr nicht. Bauen wir mal ein bisschen Kies ab. So. Zack, 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 zack. Kies. Kies. Der ist uns hier nämlich enorm im Weg. Würde ich mal sagen. Okay, das war besser. Jump da hoch. Dieser verdammte Kies, ne? Regt mich so auf. Und hier auch noch. Das war zu schnell. Hier auch noch eben weg. Okay, und das geht so. Jetzt haben wir schon mal genug Kies, um irgendwie einen Weg von Timbuktu nach, keine Ahnung, die Vereinigten Arabischen Emirate zu bauen oder so. Das ist auch schon ein ganzes Stück, ich meine, ne? Kann man so sagen eigentlich. Da oben das alles wegkloppen. Dann mal ein bisschen. Hier unten muss das ja nicht wunderschön aussehen, deswegen nehme ich hier einfach mal Cobblestone. Oder. Wie nennt sich das auf Deutsch eigentlich? Pflasterstein, okay. Ich brauche neue Pflastersteine. Ich weiß, dafür gibt es einen Mod, den man sich installieren kann. Damit der das sofort wieder aufforstet, also dass man, wenn man noch Steine im Inventar hat, dass man die dann auswählt, aber nö. Das wäre ja auch eine Erleichterung, weil das ist ja auch, wenn du kämpfst und du hast noch ein extra Schwert und dein Schwert geht kaputt und dann kriegst du wieder ein neues sofort, das wäre ja auch eigentlich fast schon cheaten. So, hier überall Steinchen sind. Und ich nehme jetzt. Wie lange nehme ich jetzt auf? Ich könnte gleich mal gucken. Verdammt! Nein! Ja, ich wollte nicht auf E drücken, sondern auf 4. 4 so 4. Wer die 4 nicht viert, der. Und so weiter. Mir fällt gerade nichts ein. Ich wollte gerade so übelst krass reimen. Heftiger als Kollege. Aber das geht sowieso nicht. Ist zumindest schwierig. Auch wenn ich ja bei vielen Rappern immer das Gefühl habe, dass die Ghostwriter haben. Weil so viele Imba-Texte kann eigentlich kein einziger Mensch schreiben. Das ist schon. Ich meine, gut, ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, aber es ist schwierig. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Ghostwriter ist. Ein Ghostwriter ist halt jemand, der ja, für Rapper, also vor allem eigentlich für Rapper, normalerweise Ghostwriter. Gibt's aber bestimmt auch in anderen Genres, Musikrichtungen, wie auch immer. Wird da wahrscheinlich nur anders genannt. Die Texte schreiben für ja bestimmte Künstler halt. Und ja, werden dafür halt auch bezahlt, ne, ist klar. Ist nur halt, dass der Künstler das sozusagen nur vertonen muss. Kriegt dadurch wahrscheinlich minimal weniger Geld. Weil der Ghostwriter auch noch ein bisschen was kriegt, aber ich schätze mal, als Ghostwriter wird man nicht reich. Es sei denn, man ist wirklich enorm gut und schreibt einen Weltklasse-Song. Beziehungsweise Text. Den Song machen denn ja immer noch die Komponisten oder die Producer.
Ach ja, das ist so spannend hier. Diese Abbaumethode kennt ihr vielleicht noch aus anderen, aus meinen früheren Parts. Ich das immer so ein Viererblock oder ja, zweimal, zweimal, zwei immer frei, weil so kriegt man eigentlich so ziemlich alle Rohstoffe auf dieser Ebene. Achso, und ich bin auf Ebene 14, weil man da am ehesten an Rohstoffe kommt, wurde mir, habe ich mal irgendwann gehört. So 16 bis, nee, 14 bis, oder 12 bis, keine Ahnung, bis 20 oder so. Und naja, deswegen gammel ich hier unten ganz rum. Sowieso, je weiter man unten ist, desto eher kriegt man Rohstoffe. Aber desto eher ist man auch bei Lava. Das ist immer die Gefahr. Das ist hier echt ein Arbeiten hart an der Grenze. Wenig zu erzielen. Es tut mir leid. Ich hatte gerade nur irgendwie Lust auf Minecraft und habe ich so gedacht, ja, nimm mal auf. Ein bisschen. Ich hätte mich vielleicht vorher ein bisschen besser vorbereiten sollen. Naja, aber was soll's. Also was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, kann sein, dass ich das schon mal in einem Video erwähnt habe. Wahrscheinlich sogar im letzten Minecraft-Part oder so, weil ich ja mal Minecraft-Part eigentlich nur Sachen berede. Crossfire kommt ziemlich gut an. Das finde ich geil, freut mich wirklich, weil darauf hatte ich schon immer Bock und konnte ich jetzt halt erst mit dem neuen PC richtig vernünftig aufnehmen. Und wenn dieses Video rauskommt, sind wahrscheinlich schon die beiden Parts mit Fear the Sun, PK Hate und Spring Breaks raus vom Zombie Mode. Also das Video ist in zwei Parts geteilt. Weil das halt ziemlich lang war, was wir da gemacht haben und Spinne. Spinni! Geh sterben. Bäm. Es wird schon wieder hell. Okay. Rein ins Haus und schlafen gehen und ich sag mal Gronkh-Style. Bis zum nächsten Part. Tschüss.